Hey, ja, hier ist Sternschnuppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung der World Tour, wo wir uns beim inneren Kopierserie befinden, beim letzten Mal einen Eliminator gewonnen haben, und zwar in Big Surf Shores. Jetzt geht es weiter zum nächsten Ort, und zwar nach Riviera. Dort gibt es nämlich ein Rennen. Bronx ist halt noch Events frei, Gold schaltet Custom Coupé frei, wie die Gaming Autos halten wir momentan frei hier. Und ja, würde ich sagen, nehmen wir so an, ne? Und zwar fahren wir das mit dem... Wem war er denn? Ah ja. Mit dem noch nicht. Mit dem haben wir, mit dem Coupé Dominator. Belohnung für 40.000 Burnout-Punkte. Ja, die nehmen wir so mit. Und ja. Los geht's. Kämpfe und dich durch den Verkehr, um ein Rennen zu gewinnen. Erst muss ich hier mit Gold, das ist unser Ziel. Also, los geht's! Riviera. Lief ja, naja. Hatten wir mal ein Zeitrennen hier. Das war recht knapp, weil eine Forscherrunde war es, besser gesagt. Oh, ein Takedown für mich. Als Boost! Ja, wir waren Takedown, da haben wir einen weggeräumt, ohne dass wir das gesehen haben. Ja, uns hat es gereicht. Der ist voll check reingefahren, als er uns gesehen hat. Also der ist reingefahren in ein Auto, als er uns gesehen hat. Oh Gott. Man sollte auch besser um die Kurven kommen, in meinen Augen. Aber hey. Also, meine Meinung, man sollte besser um die Kurven kommen. Oh, da kam mir ein Auto entgegen. Was war das denn? Ey, wieso kann ich da irgendwie nicht so gut gebremst hier? Da kann ich nicht so gut um die Kurven hier aktuell. Oh. Okay. Ach Gott. Ah. Na, die Kurven laufen ja richtig schlecht. Das müssen wir eigentlich besser machen in den nächsten Runden. Weil wir haben nur eine Runde, glaube ich, nur gefahren hier. Perfekte Runde immerhin. Das ist ganz gut. Ah, ein paar mehr Takedowns hätte ich auch ganz gerne. Aber die gibst du gerade nicht. Dafür muss ich mich überholen lassen. Das wäre ziemlich blöd. Also das ist nicht der Sinn des Rennspiels, überhaupt nicht zu holen zu lassen. Also ein reines Rennspiel meine ich, ist das nicht der Sinn. Jetzt hat er mal die richtige gebremst. Hä? Warum verliert er dann plötzlich dann total den Drift? Ah, komisch. Naja. Egal. Das lief. Irgendwie habe ich wahrscheinlich zu lange gebremst oder so. Dass er dann den Drift verloren hat. Das wird wahrscheinlich die Ursache sein. Oh, das ist ein Auto. Okay. Na, so war die Runde ein bisschen besser. Ein bisschen besser, ne? Aber man kann immer noch viel besser fahren. Okay. Ah, aufpassen. Nee, die Kurve unmöglich. Geh ich nicht. Ich glaube, da hat einer gequest. War auch. Aber es war ein Verkehrskollision. Dass sie auch so ohne meine Unterstützung hier crashen können. Diese Verkehrsautos. Naja. Egal. So. Wieder so eine doofe Kurve hier. Ja, jetzt kommen wir besser rum. Ja. Das hört sich mal richtig gut an. Da habe ich nur eine Kurve war problematisch jetzt. Ja, das hat mal auch guten Vorsprung. Das liegt doch ein bisschen besser. Letzte Runde. Aus wie eine Kurve da vom Tunnel. Aber wir haben wieder erst Platz erreicht, 1 Minute 10 gebraucht. Was waren die Bessheit, die wir brauchten für die Karte? War es nicht so auch 1:10 oder so? Weil hätten wir so fast erfasst. Auf jeden Fall längster Drift 130 Meter. Und längster Gegenverkehr 350 Meter am Stück.
Wir haben neue Events frei verfügbar und einen neuen Wagen freigeschaltet oder neue Wagen vielleicht. Ja, wir haben mal 48.000 Punkte und 202 Tektons. So, ein neues Fahrzeug und zwar der Custom Coupé. So sieht's aus. Und ja, Abend abgeschlossen. Das war's mir wieder mit dieser Veranstaltung. Haben wieder gewonnen. Und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß daran. Denkt nie mal an die Videobeschreibung für alle wichtigen Links. Und an das Follow, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich sag danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.